Mahlzeit Leute, Kraft 90 wieder am Start. Heute mal ein Video oder ein kleiner Glitch für die Anfänger unter euch, die auch jetzt nach 7 Jahren vielleicht nochmal sich entschieden haben, mit GTA anzufangen. Mit diesem Glitch, der ist relativ einfach, könnt ihr eure Skills aufbessern, beziehungsweise auch die meisten Skills auf 100% bringen. Ihr könnt schlagen, schießen, schleichen und auch tauchen auf 100% bringen in weniger oder in kürzester Zeit, sag ich mal so. Alles, was ihr dazu benötigt, ist auf jeden Fall nur ein Kumpel und ein Motorrad. Der Rest ist einfach mega easy. Und ja, ich würde sagen, Video geht los nach dem Intro. So Leute, wie gesagt, also ihr braucht nur einen Kumpel, der euch dabei hilft, und ein Motorrad. Der Rest ist schon quasi, ja, geht von alleine. Ich zeige euch mal ganz kurz hier die Location, wo wir uns hier befinden auf der Karte. Also hier ist die Map. Ich zoome mal kurz rein zu dem Klamottengeschäft, wo ich hinbegeben müsst. So, da ist das Klamottengeschäft. Wie ihr seht, der eine Kollege, der befindet sich schon in dem Klamottengeschäft. Da komme ich jetzt zu. Also, Grundvoraussetzung ist, ein Kollege von euch muss in die Umkleide gehen und die Falltaste nach rechts drücken. Danach macht er gar nichts mehr. Also nichts berühren an dem Controller, der kann den eigentlich beiseite legen. Und ihr fahrt jetzt kommt euer Part, ihr fahrt mit dem Motorrad rein in das Bekleidungsgeschäft, fahrt langsam rein. Dann seht ihr schon, dass oben links die Meldung kommt, das Bekleidungsgeschäft hat jetzt geschlossen, kommt später wieder. Dann fahrt ihr ein Stück vor diesem Karton, sodass das Vorderrad, ich sag mal, den Karton berührt. Und jetzt könnt ihr eigentlich loslegen, eure Skills aufzuleveln. Ist eigentlich mega einfach. Was ich natürlich an der Stelle noch empfehlen würde, ist, dass ihr euren Zielmodus, also die Zielpriorität, auf alle stellt. So, und dann könnt ihr loslegen, zum Beispiel mit der Stärke. Ihr geht hin und boxt den die ganze Zeit. Einfach boxen, die ganze Zeit boxen, boxen, boxen. Und dann irgendwann seht ihr, wie die Stärke immer voller wird, immer voller. Irgendwann habt ihr sie voll. Dann könnt ihr natürlich hingehen, könnt das Ganze auch ja, mit Schuss machen. Da allerdings würde ich empfehlen, ihr nehmt irgendwie ein Maschinengewehr oder sowas, hier so ein Gefechts-MG, und müsst dann auf die, auf den Kopf schießen. Die ganze Zeit auf den Kopf schießen. So, wie ihr seht, euer Kollege, der wird nicht, ja, der geht nicht kaputt, der stirbt nicht. Ihr könnt das die ganze Zeit machen, einfach auf den Kopf schießen und immer weiter, so könnt ihr natürlich die Skills ja, für die Schussstärke aufleveln. Dann seid ihr auch da ruckzuck bei 100%. Jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Trick, wie ihr das Schleichen aufleveln könnt. So, Moped können wir ja wieder rausnehmen. Ich habe jetzt kurz die Polizei, ich rufe eben Lester an. So, wie gesagt, der Glitch ist mega einfach für Anfänger. Ihr braucht dazu fast nichts. Ein Moped kriegt ihr auch auf der Straße. Daran soll es nicht scheitern. So, ich rufe mal eben den Lester an und dann zeige ich euch dann mit dem Schleichen. Danach gehen wir auch nochmal eine Runde baden. Dann zeige ich euch dann mit dem Tauchen. What's up, pal? So. Also, wenn ihr Schleichen voll machen wollt, ist ganz einfach. Ihr stellt euch irgendwo hin, wo ihr Bock habt, irgendwo auf dem Hinterhof, keine Ahnung. Drückt den linken Stick rein, einmal reindrücken, dann seid ihr in dieser Schleichposition, das seht ihr jetzt an dem Gang. Danach würde ich euch vorschlagen, nehmt ihr ein Gummiband oder so ein Haarband oder was weiß ich. Dann fixiert ihr den Controller, also beide Sticks, in irgendeine Richtung, egal welche Richtung, Hauptsache die Kamera bewegt sich im Kreis und ihr selber schleicht im Kreis. Ihr seht jetzt gerade am Hand des Beispiels hier, dass hier gerade so ein Auto drauf fährt. Also ich würde euch einfach vorschlagen, geht irgendwie auf Mount Chiliad, was weiß ich wo, wo ihr nicht gestört werdet. Dann fixiert ihr den Controller, schleicht die ganze Zeit im Kreis. In der Zwischenzeit könnt ihr was essen gehen, was weiß ich, keine Ahnung, kacken gehen, wo ihr Bock drauf habt. Und dann habt ihr ruckzuck auch den Schleichmodus voll, also den, ja, Schleichen voll. So. Jetzt gibt es noch eine Sache, ihr könnt auch Tauchen relativ schnell voll machen. Dazu fahrt ihr einfach ja, zum Strand, müsste ja hier vorne sein. Einen Moment, wir sehen uns gleich wieder am Strand. So Leute, seid ihr am Strand angekommen, habt ihr den Taucheranzug an, den müsst ihr euch natürlich vorher kaufen, könnt ihr auch in dem Kleidungsgeschäft machen, wo wir gerade drin waren. Geht ihr einfach in das Wasser rein, jetzt seht ihr, jetzt habt ihr die Taucherausrüstung an. Hoppala. Mein Gott, wie, was ist denn hier los? So, ihr schwimmt einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter, da wo es auch ein bisschen tiefer ist.
und geht so tief auf den Grund wie möglich. Auch da könnt ihr wieder den Controller fixieren und dann habt ihr ruckzuck ja, das Lungenvolumen bzw. Tauchen auf 100%. Ne? Das ist jetzt nochmal so ein kleiner Tipp am Rande von mir. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Für die Anfänger ist das wahrscheinlich recht hilfreich. Als ich damals angefangen habe, gab es das noch nicht, beziehungsweise da kannte ich sowas nicht und wäre natürlich super gewesen, wenn einer dazu ein Video gemacht hätte. Also mit dem Video wollte ich nochmal zeigen, dass auch die Anfänger schnell Skills aufbessern können und dass der ganze, ja, ich sag mal, Glitch in Anführungszeichen noch funktioniert. Also macht den einfach und dann habt ihr ruckzuck die Skills voll. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, natürlich auch abonnieren. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, einfach die Glocke aktivieren. Ich würde sagen, ich atme wieder auf. Ich bin raus. Euer Kraft. Ciao. Know a couple shooters that hit you on the block. In the janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds.